Ach, was war denn das wieder für eine Woche? Noch nie mussten meine schönen Äuglein so viele Fotos in sozialen Medien sehen von angebissenen Burgern. Grund war die Veröffentlichung des Big Vegan TS von McDonald's und ein Drama unter Veganern, das daraufhin erfolgt ist. Die einen nämlich würden diesen Konzern McDonald's niemals unterstützen, diesen Burger nicht mal für Geld kosten. Und andere wiederum freuen sich für das Angebot, dass sie jetzt auch mal mit Freunden zu McDonald's gehen können und auch was essen können. Und warum beide Parteien, jede für sich, Recht hat und was das alles mit Meditations-Apps zu tun hat. Und das geht's in diesem Video. Erstmal zu den Fakten. McDonald's ist eine Fastfood-Kette, ihr wisst schon, die mit diesen roten irren Clown. Nicht erst seit Filmen wie Super Size Me polarisiert McDonald's ungemein. Für viele ist diese Firma ein Inbegriff von ungesundem Essen, mitverantwortlich für die steigende Übergewichtigkeit in der Gesellschaft und für viele Tierschützer natürlich auch der Inbegriff vom massenhaften Ermorden von Tieren. Und diese Firma hat nun seit diesem Montag in 1500 deutschen Filialen einen pflanzlichen Burger auf der Karte, den Big Vegan TS. Der Bratling dieses Burgers, also das Patty, das Fleisch, das kommt von Garden Gourmet und Garden Gourmet, diese Firma gehört zum Nestle-Konzern. Und wenn man meint, McDonald's hat einen schlechten Ruf, na, Nestle kann das toppen, die findet so ziemlich jeder doof, obwohl viele trotzdem die Produkte natürlich konsumieren. Als dann am Montag gefühlt jeder zehnte Veganer in sozialen Medien seinen angebissenen Burger gepostet hat, hat es ordentlich Kritik von allen Seiten in den Kommentaren gegeben. Die einen haben sich furchtbar aufgeregt, wie man das nur posten kann, wie man das nur unterstützen kann, und die anderen fanden es toll. Wer hat also recht? Beide. Warum haben die Kritiker recht? Dass viele Menschen trotz oder auch wegen des veganen Burgers nicht dorthin gehen würden, ist verständlich. McDonald's ist keine Firma, die für gesunde, nachhaltige, tierleidfreie Ernährung steht. Eher das Gegenteil. Und da helfen auch die vielen Werbekampagnen nichts, um McDonald's in ein besseres Licht zu rücken, in ein grüneres Licht. Dass jetzt genau diese Firma mit einer Firma vom Nestle-Konzern kooperiert, Nestle, eine Firma, die Wasser zu Geld machen mag, Wasser privatisieren mag, dass jetzt hier von bewussten Konsumenten sehr viel Kritik geäußert wird, ist verständlich. Ich verstehe es also zu 100%, wenn man sagt, ich gehe dort nicht hin, ich probiere das nicht mal, ich finde das nicht gut, aber die anderen, die haben auch recht. Und warum die auch recht haben, das mag ich euch kurz zeigen. Das hier sind 100 blaue Punkte, die ich vorher aufgezeichnet habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, ihr könnt das gut lesen. Dieser Punkt hier, das sind die vegan lebenden Menschen in Deutschland. 1%, mehr sind es nicht. So, hier haben wir 9%, das sind alle vegetarisch lebenden Menschen in Deutschland. Sagen wir mal 20-30% sind bewusste Konsumenten. Menschen, die auf ihre Ernährung achten, Menschen, die Großkonzerne vielleicht nicht unterstützen wollen. Sagen wir mal, das sind 30% der Menschen, Menschen, die nicht zu McDonald's gehen würden. Und ihr seht, da bleiben noch sehr viele Menschen übrig. Das sind ganz normale Menschen. Menschen, die einmal in der Woche, einmal im Monat oder vielleicht einmal im Quartal zu McDonald's gehen. McDonald's hat steigende Umsatzzahlen, die Restaurants sind immer ziemlich gut gefüllt und auch bei uns um die Ecke am Land macht jetzt bald ein McDonald's auf. Der Firma geht's nicht schlecht. Und warum? Das ist, weil es hier sehr viele Menschen gibt, die dorthin gehen. Diese Burger, die wurden nicht für vegane Tierschützer gemacht. Von den Tierschützern hat McDonald's sicher die Nase voll, weil wie oft gab es schon von McDonald's Restaurants irgendwelche Demos, irgendwelche Anti-Fleisch-Demos. Für die haben sie es nicht gemacht. Aber es gibt ganz viele Menschen, die ab und an gerne mal was Veganes essen. Ich beobachte das immer mehr, dass veganes Essen für manche Fleischesser so ist wie italienisch essen oder chinesisch. Das macht man dann manchmal. So bietet McDonald's für diese Menschen jetzt ein pflanzliches Angebot. Auf Displays von über 1500 McDonald's Standorten steht jetzt irgendwo ein veganer Burger oben. Alleine, dass das Wort vegan an so viele Menschen transportiert wird, ermöglicht es, das Thema vegan immer mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Da ist in den letzten Jahren sehr viel passiert und dieser Schritt ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Natürlich gibt es das Hardcore-Klientel von McDonald's. Leute, die sagen, mein Fleischburger ist Kulturgut. Ja, vielleicht sind das 10% der Leute, die sagen, so einen Dreck wie das vegane Essen probiere ich nie aus. Diese Leute, die werden den Burger nie probieren. Wenn man so wie ich möchte, dass das Tierleid auf diesem Planeten irgendwann endet, dass Tiere nicht mehr eingesperrt, gequält und ermordet werden, dann
muss man irgendwann verstehen, dass man raus muss aus dieser Bubble hier, weil sie ist eine Bubble. Es gibt Menschen, Veganer, die verkehren nur mit anderen Veganern, die haben auf Facebook auch nur andere Veganer und die versuchen ständig diese Veganer zu berichtigen, was sie nicht noch besser machen könnten. Aber schaut mal her, diese Leute, das ist das Potenzial, nicht die. Es geht darum, Alternativen zu schaffen, die leicht zugänglich sind, um im Massenmarkt etwas zu verändern. Und das ist der Massenmarkt und nicht der das. Und ich mag euch das noch ganz kurz mit einem Vergleich verdeutlichen. Es gibt Menschen, die meditieren schon seit Jahren. Die halten von Handy-Apps zum Meditieren gar nichts. Die sagen, du brauchst nur einen Raum, du musst dich hinsetzen und du achtest 30 bis 60 Minuten auf deinen Atem. Aber es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen, die meditieren noch nicht. Und für die ist so eine Handy-App der perfekte Einstieg, der perfekte Wegweiser, um auch das mal zu probieren. Inzwischen boomen diese Apps, Millionen Menschen nutzen sie und meditieren jetzt. Und ich glaube, das ist nichts Schlechtes, dass sie das tun. Aber natürlich gibt es diese Hardcore-Leute, diese Leute, die das schon seit Jahren machen, die halten nichts davon. Und genauso ist es einfach in der Natur der Sache, dass ein veganer Tierrechtler vermutlich diesen Burger nicht so toll findet. Das ist einfach so. Sehr, sehr, sehr viele Menschen machen sich einfach über das Thema Ernährung wenig Gedanken. Das ist einfach so. Und für diese Menschen gilt es, leichte, schnelle Alternativen zu finden. Meine Meinung. Auch ich finde McDonald's und den Nestle-Konzern höchst fragwürdig. Auch ich möchte aber diesen Burger einmal kosten, weil ich einfach wissen mag, wie dieser Bratling schmeckt. Das würde ich einfach gerne wissen. Aber ansonsten werde ich McDonald's, genauso wie die letzten Jahre auch, eher umschiffen und nur dieses Restaurant dann betreten, wenn wir jetzt auf irgendeiner Reise sind und die Kinder sind unruhig und wir wollen schnell was essen, dann hole ich mir dort Pommes. Und nur eine Info am Rande, es gab zumindest in Österreich schon mal einen vegetarischen Burger und der war nach 3-4 Monaten wieder weg, weil die Nachfrage einfach gering war. Also man muss erst einmal schauen, ob dieser Burger überhaupt bei McDonald's bleibt und wenn der jetzt wieder wegkommt, dann war der ganze Wirbel sowieso umsonst. Also hört auf, euch zu streiten und freut euch für die Tiere, dass es eine Alternative gibt, dass mehr Menschen mit dem Thema konfrontiert werden und ja, boykottiert ihn, wenn ihr das richtig findet. So, und das war's jetzt von mir. Lasst mir in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Thema denkt, aber bitte seid lieb. Ich habe euch ja letzte Woche abstimmen lassen, welches Video als nächstes kommen soll und jetzt habe ich genau beim ersten Mal gleich ein anderes Video veröffentlicht. Das liegt daran, dass dieses Video einfach eine zeitliche Dringlichkeit hat, finde ich. Nächste Woche kommt dann das Video, warum ich so dick geworden bin und was danach kommt, das könnt ihr entscheiden. Ich habe euch den Link unten wieder reingepackt, dann könnt ihr sagen, welches Video euch interessiert. Also macht es gut, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, alles Gute, bleibt brav, euer Hans. Thank you.